Ja, das Market Depth Window. Habe es hier einmal geöffnet für diesen Call auf Amazon, den wir jetzt leer verkauft haben zu $385, der heute ausläuft. Und zu der Erläuterung ist im Aktienbereich dann das Gleiche. Das heißt, was Sie hier gelb dargestellt sehen, sind immer die Werte auf dem besten Bid oder besten Ask. Fangen wir ganz links oben in der Ecke an. Das heißt, da sehen wir erstmal der Preis vom besten Bid zum besten Ask. Ist jetzt 4 Cent zu 5 Cent. Also Best Bid 4 Cent, bester Ask 5 Cent. Und das Verhältnis, wir haben eine Order auf dem besten Bid und 5 Orders auf dem besten Ask. Jetzt sind es 4. Und dann die Größe 9 zu 117. Und das ergibt ein Spread von Best Bid, Best Ask zu einem Cent. Um das vielleicht etwas veranschaulicht darzustellen, bietet sich es natürlich an, die Matrix hierzu zu öffnen. Dann können wir das gleich prüfen. So, jetzt haben wir hier also 4 Cent, sehen wir hier, 5 Cent. Hier 3 zu 3, das ist das, was in Klammern dargestellt wird. 3 Orders zu 3 Orders. 28 zu 31, sehen wir hier 28 auf der Bid-Seite, 31 auf der Verkaufsseite. Das ist im Endeffekt das, was oben gelb dargestellt wird. Und da die wenigsten jetzt diese Zahlen hier lesen, will man immer sehen, welche Seite ist denn jetzt verhältnismäßig größer. Da, wo ist jetzt mehr, sind mehr Händler aktiv? Das heißt, auf der Kaufseite oder Verkaufsseite, da haben wir das hier als Histogramm, ist momentan hier ausgeglichen, ungefähr identisch. Interessant ist, wenn eine Seite, ja, den 10-20-fachen entspricht und wir haben hier so einen Ausschlag, der ein bisschen nach unten geht auf der Kaufseite, dann kann man davon häufig ablesen, dass es kurzfristig ein Stück nach oben geht. Das ist im Endeffekt noch, jetzt haben wir ein starkes Übergewicht auf der Verkaufsseite. Das ändert aber sich sehr, sehr schnell. Deswegen ist es eigentlich für, ja, manuelle Trader jetzt gar nicht so erheblich zu sehen, was schlussendlich hier passiert, da die Änderungen hier sehr schnell vonstatten gehen. Und dann, was jetzt wie gesagt hier im Histogramm gelb dargestellt ist, sieht man dann nochmal einzeln aufgeschlüsselt. Das heißt, diese 6 Orders, die wir jetzt oben sehen, können Sie hier ganz genau einzeln nachvollziehen. Endet sich, jetzt sind es wieder 5, aber hier sieht man genau über die ID, von welchem Market Maker, von welchem ECN kommt es. Was ist die Stückzahl hier im Size-Bereich? Wann wurde die Order aufgegeben? Und das gleiche natürlich hier auf der anderen Seite nochmal für die Verkaufsseite. Ja, und was jetzt ich kurz erklärt hatte für das, was gelb dargestellt ist, das ist eigentlich das, was uns interessieren sollte, weil dort passiert, dort ist das Marktgeschehen, dort kommt es schlussendlich zur Ausführung. Das sind die Orders auf Best Bid, Best Ask. Und dann ist das farblich abgestuft. Grün ist dann die, ja, nächst kleinere Einheit unter dem Best Bid, wäre in unserem Fall jetzt hier die 3 Cent, die Sie hier sehen. Also die Orders, die hier zu 3 Cent auf der Kaufseite sind. Jetzt ist es ja sogar zu 4 Cent. Je nachdem, was jetzt eine Einheit unter dem Best Bid ist. Und auf der anderen Seite sind es jetzt die 8 Cent. Das ist jetzt grün dargestellt. Und das wird dann farblich so weit abgestuft bis zur letzten Order. Ist bei den Optionen jetzt nicht ganz so viel. Wir können gerne auch dann mal eine Aktie uns anschauen. Da werden es natürlich einige mehr sein, die Sie hier sehen. Und einige mehr, die hier in die Betrachtung mitkommen. Aber interessant, weil das sind im Endeffekt, wie erwähnt, die dann häufig auch direkt zur Ausführung kommen, ist das, was gelb markiert ist. Grün kann man durchaus auch noch sich mit anschauen. Aber alles, was darunter ist, auch wenn sich da mal eine größere Order versteckt, vielleicht von 1000 oder 2000 Stück, sind es sehr, sehr häufig dann auch Fake-Orders, die einfach suggerieren wollen, dass es hier jemanden einen großen Kauf tätigen will, was dann häufig gar nicht der Fall ist. Also da sollte man natürlich auch vorsichtig sein. Deswegen, das, was hier gelb dargestellt ist, ist das, was relevant ist. Und jetzt haben wir so, ja, einen Fall,
sehr großen Verkaufsdruck, wenn man so nimmt, sind sehr viele jetzt hier auf den besten Ask gewesen. Wir können uns das auch gerne einmal für eine Aktie anschauen, dass wir direkt mal auf die Amazon schauen, dass Sie da mal den Vergleich sehen. Also, um das wirklich manuell auszuwerten, geht das Ganze heutzutage viel zu schnell. Bei Aktien werden Sie sehen, wird das teilweise noch dramatischer, je nachdem, was es für eine Liquidität hat. Ja, jetzt habe ich hier, gut, bei Aktien habe ich jetzt die Level 2 Daten gar nicht ausgewählt. Müssen wir schlussendlich doch bei den Optionen bleiben. Kann es später dann noch einmal für eine Aktie gegebenenfalls mit darstellen, aber es kommt, wie gesagt, von der Erklärung aufs Gleiche drauf raus. Und was halt interessant ist, ist zu sehen, welche Seite hat hier ein starkes Übergewicht. Und jetzt habe ich im Vergleich dann nochmal diesen Put, den wir heute verkauft haben, geöffnet. Und da sehen wir, da ist eigentlich gar niemand mehr bereit zu kaufen. Eine einzige Order hier noch. Da will jemand zu einem Cent zwei Stück verkaufen. Und natürlich einige noch zu 3 Cent, weil die Wahrscheinlichkeit, dass Amazon heute unter 370 fällt, einfach so gering ist, dass da kaum noch jemand bereit ist, hier einen Kauf zu tätigen. Dafür umso mehr würden gerne auch diese 3 Cent mitnehmen. Deswegen sehen wir auch hier 297 auf der Ask-Seite. Da wird sich jetzt auch nicht mehr allzu viel ändern, können vielleicht mal ein paar Verkäufe hinzukommen. Und dieser eine Käufer, der da noch vorhanden ist, kann im Endeffekt dort auch noch verschwinden. Und man muss natürlich auch immer eins beachten, gerade bei dem einen oder anderen nicht ganz so liquiden Titel. Da wird es auch immer welche geben, die jetzt hier im Orderbuch gar nicht ersichtlich sind. Von daher ist es wirklich sehr, sehr schwierig, mit diesen Informationen zu arbeiten. Ich nutze es sonst wenig. Aber wenn Sie das Ganze verwenden, interessant, das kann man auch mit bloßem Auge recht schnell auswerten. Wie gesagt, diese Darstellung des Histogramms hier oben, welche Seite im Übergewicht ist. Und das ist bei Aktien manchmal auch so ein Gradmesser für kurzfristige Ab- und Aufwärtsbewegungen. Ansonsten dann natürlich hier das Verhältnis gibt genau das an, was Sie im Histogramm dann wieder sehen.